Nächste Rednerin ist jetzt Karin Doppelbauer von den NEOS. Auch wir werden dieser zustimmen, weil wir sie durchaus sinnvoll finden. Was ist das größere Bild, das wir im Augenblick haben, und deswegen freuen wir uns auch, dass hier etwas passiert ist, dass der Wald, der eben diese Vielzahl von Aufgaben hat, nicht nur wirtschaftliche Aufgaben, es geht ja tatsächlich auch darum, dass es ein ganz, ganz wichtiges Standbein in den Mischbetrieben ist, der Landwirtinnen und Landwirte, sondern es geht auch darum, dass es für die Biodiversität, für die ökologischen Aufgaben wie die Speicherung von CO2 ein ganz, ganz wichtiger Bereich ist. Und da habe ich jetzt noch gar nicht von Lawinenschutz und von Schutzwald generell auch gesprochen, nicht zuletzt hin bis zum Erholungsraum für die vielen Menschen, die tatsächlich mehr und mehr auch in unseren abgelegenen Wäldern durchaus rumspazieren, was auch nicht immer nur positiv ist, aber tatsächlich ein wichtiger Faktor. Deswegen ist es wichtig und richtig, dass wir hier auch Schritte setzen. Und wenn wir hier Schritte setzen, dann möchte ich noch auf eines ein wenig eingehen, und das ist einfach die massiven klimatischen Veränderungen, die unsere Wälder extrem stressen. Also ich war die letzten paar Wochen in dieser großen Zeit der Hitze viel bei uns im Wald auch unterwegs, und ich habe ihn noch nie so trocken gesehen. Und ich habe heuer im Frühjahr, so wie eigentlich im Herbst und im Frühjahr, wie viele andere auch, einige hundert Bäume gesetzt, kleine Eichenbäumchen, die, glaube ich, den Winter nicht überstehen werden, weil es einfach zu trocken ist. Das heißt, wir haben hier einfach massive klimatische Veränderungen, die wir einfach auch hier nachbetrachten müssen. Und das ist eine unglaublich schwierige Zeit, deswegen umso wichtiger, hier weitere Gesetzespakete auch auf den Weg zu bringen und dieses so wichtige Ökosystem weiter zu fördern. Wir finden es auch positiv, das wurde schon gesagt, der Baumartenkatalog wird aufgestockt, das macht aus unserer Sicht Sinn, und auch, dass die Waldbrandbekämpfung jetzt sozusagen harmonisiert geworden ist mit den Beträgen für die Feuerwehren, ist auch ein wichtiger Punkt. Das heißt, prinzipiell finden wir, da ist vieles richtig gemacht worden, man kann natürlich immer noch mehr machen, denn einen Wunsch, den ich in diesem Zusammenhang auch noch an Sie, Herr Landwirtschaftsminister, herantragen würde, ist, dass das nicht nur für die privaten Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer gilt, sondern dass diese Regeln, die Sie hier auch im Forstgesetz jetzt niedergeschrieben haben, auch von den Bundesforsten dann auch dementsprechend umgesetzt werden. Weil das eine, was aus meiner Sicht keinen Sinn machen kann, ist, wenn man hier bei den Bundesforsten, und Sie kennen das Beispiel Ohlsdorf, 18 Hektar Wald einfach abrodet, dann versiegelt, ohne irgendwie einen Plan zu haben, was tatsächlich passiert. Das heißt, die Bundesforste hier in die Pflicht zu nehmen, auch tunlichst mit dem Gut Wald umzugehen, ist ein, nicht nur eine Bitte, sondern ich glaube auch das Gebot der Stunde. Vielen Dank. Zustimmung zur Novelle des Forstgesetzes gibt es auch von den NEOS. Karin Doppelbauer betont, dass es wichtig sei, den Wald an die klimatischen Veränderungen anzupassen, unter anderem durch das Pflanzen klimaresistenter Bäume.